Planet. Welchen? Nee, nicht dahin. Lass bei irgendwelchen einen. Nein, nein, nein. Gibt's hier nur den einen Planeten? Nee, da hinten ist nur einer. Unentdeckter Planet, da. So, ich hab jetzt wieder ein bisschen Tritium, bisschen Silber, bisschen Gold. Bisschen Hühnchen, Roastbeef und Pizza. Bisschen Roastbeef und Hühnchen und Pizza. Nein, Mann, heute Morgen. So. Ich bin mal auf dem Weg zu diesem komischen Planeten, der nicht aussieht, als würde er dich umbringen, sobald du darauf landest. Ach so. Impulsantrieb offline. Wie wär's mal mit nö? Okay, so. So. Gamma-Wurzeln, Kupfer, Uran und Kobalt gibt's da drauf. Umanu soll der Planet sein. Hä, aber du fliegst doch gerade nach Uflas Tower, oder nicht? Der Planet heißt Umanu. U-H-M-A-N-U. Okay, bist du hinter dem, den ich gerade sehe? Das weiß ich nicht. Ich bin in 25 Sekunden auf jeden Fall da. Platin, Platin, gib mir Platin. Aber irgendwie nervt die Sache jetzt. Esse. Ach ja. So, das sieht interessant aus, der Planet, auf jeden Fall. Oh, der sieht warm aus, der Planet, auf jeden Fall. Oh, fuck. Hast du den Kuschelchen gefunden? Ja, es sieht tot aus, der Planet, auf jeden Fall. Ich lande mal hier neben so einer Goldader. Ist ja schon mal eigentlich nichts Schlechtes. So. Oh. Unbeständige Winde, alles klar. Ja, komm, hau ab. So, dich habe ich gescannt, jetzt bist du tot. Lass das. Oh, wer ist er denn? Warte mal, ich will dich scannen. Alter, ist das ein Triceratops? Ich bin unterwegs zu dir. Ich eile, ich fliege. Ich fliege wirklich? Ja, ja, ich glaub dir, ja. Ankunft. 40 Sekunden mit C-Scan. Ja, ich drück mal C. Ja, jetzt habe ich auch den Planet. Da war noch einer zwischen. Ah, okay, den habe ich nicht gesehen. Aber ist ja auch nichts Neues. Bastian übersieht ja schon mal hier und da einen ganzen Planeten. Ja. Jawohl, hat er wirklich nur ein bisschen bekommen. Keine Nummer. Ich habe mich jetzt 5 Meter bewegt und schon zigtausend Sachen gescannt. Dich nehme ich. Alles mit dem. Eins. Schöner die Wasserstoff. Die ja, ich sagte du, so was in der Art ist das hier. Aber ihr seid doch hoffentlich lieb, ne? Was? Ich bin immer lieb. Alter, geben die Kobalt? Ach nee, die muss man mit Kobalt füttern. Hast du die Tierchen gefunden? Braucht Tierchen. Ja, die stehen hier vor mir. Mein Terror-Torte ist kaputt.
erstmal Tiere scannen. Zack. So, die kannst du füttern von mir aus, bis die Kugel rund werden. Ich brauch Kobalt. Achso, ich dachte, du hast Kobalt. Leider nicht. Wo krieg ich denn jetzt Kobalt her? Ja, musst du die echt krampfhaft jetzt füttern? Ja, das ist meine Mission hier. Oh je. Kohlenstoff und Kobalt. Aber der dich habe ich noch nicht gescannt. Vielleicht frisst du ja was anderes. Ich glaube, dass die Viecher der gleichen Gattung gleiche Sachen fressen. Ja, das war ja eine andere Gattung, deswegen musste ich den ja neu scannen. Du frisst Kohlenstoff. Aha! Was sind das eigentlich für komische Viecher? Oh, das sind Kohlenstoff echt ist doch vertretbar. Lol, das sind ja voll die lustigen Dinger. Wie geil ist er denn? Ein Forminukum. Wer kennt sie nicht? So, schön nochmal für Polo hier Sachen sammeln. Aber krass, ich dachte, diese komischen VIP-Pässe wären so Ingame, also Echtgeldkaufsachen. Ich wusste nicht, dass man dafür das dachte ich auch. Rezept finden kann. Das ist natürlich ziemlich cool. Ich meine nicht, dass mich das Spiel jetzt hier verarscht, aber ich kann, wenn ich jetzt hier drauf drücke, nichts machen. Cool. Doch, da! Atlas-Pass und Gefangenen-Anode. Da, Kupfer und Mikroprozessor. Sexy. Ha, ich hab's gefüttert. GZ. Robin hat das Spiel durch. Los, Kack. Ich hab dir erst in die Futterluke geschoben, jetzt Kack für mich. So. Tu es. Alter, ich glaube, ich hab Maus hier. Das hat jetzt ein Smiley im Gesicht und rennt mir hinterher. Ja, kommt drauf an, wie groß ist das Ding. Nicht, dass es im Schiff eng wird. So groß wie mein Fuß. Es hat gekackt. Glückwunsch. Boah, Alter, 18 Kuprit. Für so ein kleines Vieh hat das aber ganz schön einen abgeledert. Richtig einen drauf gemacht. Ja, ich sag dir, du. Jeder hat einen anderen Geschmack. Das ist wohl wahr. Also wenn ich so weitermache, dann schaffe ich meinen Kreaturenfüttern schaffe ich auf jeden Fall. 8 ja, Stück muss ich füttern. Wenn wir nichts schaffen in den heutigen 2 Stunden, aber wenigstens hat Robin alle Tiere gefüttert, die es in dem Spiel gibt. Was machen wir? Ach ja! Ja gut, weißt du, Robin füttert jetzt Tiere im Streichelzoo, ich kümmere mich jetzt darum, unsere Mission hier zu erledigen. Wir müssen diesen blöden Signalbooster hier basteln. Dafür das ist auch eine Mission, Mann! Ja, dann streichel du mal weiter deine Tiere, ich mach das wichtige Zeug. Z-Signalbooster, wir brauchen eine Metallplatte, Kohlenstoff-Nanomohr. Okay. Ich glaube, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Fuck, ich habe meinen Ferrit verdengelt. Wo kriege ich das Nano? Ach ne, das kann ich schon herstellen. Na, guck mal, das war doch easy going. Und was bist du für ein Tier? Dich kenne ich noch nicht. Ey, warte mal! Was? Die haben mir mein Cadmium gezockt. Was? Können ja. Die dir? Ey, die scheiß Typen, die mich gerade hier gescannt haben. Die haben mir mein Cadmium aus dem Frachtraum gezockt. Mit telepathischen Fähigkeiten. Was? Ja. Ich glaub nicht, dass es geht. Doch, haben die gemacht. Ohne Scheiß. Ich war doch dabei. Es ist auf jeden Fall jetzt nicht mehr da. Ey, willst du mir jetzt sagen, dass es hier keinen Ferritstaub gibt? Doch, da ist Ferritstaub. Sehr gut. Ich hab schon Panik bekommen. Ferritstaub gibt's eigentlich immer. Ja. Ferritstaub und Kohlenstoff.
renn doch nicht durch die Gegend, kack mal. Das ist echt, du hast den einfachsten Job hier in der ganzen Runde, ey. Rennst Viecher hinterher, stopfst den Essen in den Hals und wartest, bis die einen abdrücken. Ehrlich. Ah, du machst mich fertig. Manchmal. So, ich habe... Alter, hier sind Millionen. Wieso Ferritstab erforderlich? Seit wann frisst du Ferrit? Ja, der ist halt ein Genießer. Ich hab einen gefunden, der ist Vegetarier. Du sagst, der frisst nur Steine. Ja. Oh, der hat echt gute Laune. Soll ich den mal anschießen? Alter, hör auf, meine frisch gezüchteten Viecher hier zu. Aber jetzt folgen wir mal schon echt viele, ne? Ja. Robin, der alte Diktator. So, wo ist denn hier mein Schiff? Ich hab's verloren. Ach, hier. Yay, da. Sie kacken alle. Hey, Gruppenschiss. Schön alles ausmachen. Was wollte ich jetzt machen? Genau, Z. Trianguliere deine Position mit dem Signalbooster. Mache ich sofort. Ich lade mir mal nur schnell meinen Hitzeäumel auf. Boah, ich bin voll der Kobrit-Farmer. Mhm. Ich fütter cool. Die Dinger. Dann sind die glücklich und scheißen ganz viel. Und dann sammle ich das auf. Um es echt einfach zufriedenzustellen, weißt du das? Geht so, ne? Ja, solange wer kackt, bist du glücklich. Ja, nee, ich brauche ja schon eine Menge davon, also. So, Außensignal. Muss ich schon lohnen. Position triangulieren. Position verzeichnet, bereit für die nächste Position. Boah, ich habe 2 Missionen abgeschlossen. Position verzeichnet. Bereit für die nächste Position. Geeignete Triangulationsposition lokalisiert. Begib dich zur Triangulationsposition. Ich muss jetzt mal zum sicheren Depot fliegen. Muss ich den jetzt mitnehmen? Den Signalbooster? Weiß ich nicht, kannst du machen. Tatsächlich. Hey, wir müssen den Planeten wechseln. Ja, ich flieg mal eben noch zu meinem, Güterablageort. Weißt du was, mach du das? Ich flieg schon mal vor. Jo. Also die Farben in dem Spiel sind schon teilweise echt sehr grell, muss ich ja sagen. Aber auch sehr geil. Aber auch sehr geil, das stimmt. Nein, nicht das. Das andere. Nein, ein Typ. Das. So und. Yeah! Nach Ulf-Uflastau. Das war der, den du gerade gesehen hast, ne? Was für ein Ulf? Ja, genau, Ulf. Keine Ahnung, von wem du redest. Oh, geil, da gibt's Schimmelpilz, Kupfer, Ammoniak und Salz. Ich glaube, dass ich fürchte, das ist dieses komische Giftding. Das klingt auf jeden Fall danach. Wolf ist ein bisschen gammelig. Echt mal. Wasch dich mal, Jung. So. Es riecht nach. Wie war es damals bei den Simpsons? Es riecht nach Oscar. Oscar, geh mal duschen. Juhu, ich habe die Mission erfüllt. Ach nee, aus dem Nichts ist ein kleiner Planet aufgeploppt. Alter, krass. Das ist gar nicht Ulf. So, hast du einen geheimen Planeten gefunden, oder was? Es ist Ritono. Oh, ich muss springen. Ey, da ist ein Fliegeding. Das sieht ja voll krass aus, das Ding. Komm her. Ich will dich scannen. Was bist du denn? Wächter sind aggressiv. Ah, das ist schon mal schön.
ein Graspidium. Du weißt Bescheid. Ja, ich weiß Bescheid. Ich hab keine Ahnung, wovon du redest. Ich hab voll das coole Fliegeding gefunden. Aber die Wächter sind aggressiv, Robin. Heißt, du darfst es jetzt nicht verhalten wie eine offene Hose. So. Obwohl, warte mal, die Wächter sind aggressiv und die liegt so ein Graviton-Ball. Sehe ich einen Wächter? Weißt du, kaum ist was von Wert in der Nähe, ist Sebastian alles latt. Oh, hups, wo kam der denn her? Och, weiß ich auch nicht. Warte mal, Exo-Anzug, Hochleistungsinventar. Ach, das ist dann Fracht, oder was? Ist ja nice. Was stecke ich denn da jetzt Schönes rein? Schade. Atrium. Oh, fuck! Mama! Hilfe! Ich flüchte, die haben Hund gespawnt. Ja, die sind krass. Da musst du aufpassen. Ja, kein Ding, weiß ich, ich fliege jetzt einfach im Kreis, dann wirst du nicht mehr, wer ich bin, oder komm ich einfach wieder. Achso. Ja gut, kann man mal machen. Mann, was spawnen denn auch direkt ein Hund? Ich hatte nur so einen scheiß Gravitonball aufgesammelt. Ja, aber die sind wertvoll und die müssen sie eben beschützen. Ach, die haben genug von den Dingern da rumstehen. Oh, wie lang es 10 Sekunden sein können. Was sind das denn für Fliegedinger hier? Das sind so Stäbchen. Fliegedinger, Stäbchen, was? Ja. Ohne Scheiß. Ja, chill. Habt ihr das ja? Jetzt ist es ist eine Aal. Eine Halluigeon-E. Du weißt, was ich meine. Alles klar, ganz ruhig. Wir verstehen uns, Robin. Ich glaube, wir müssen den Stream heute beenden. Sebastian hat gerade einen Schlaganfall. Genau, die guten alten Halogen. So, ich fliege zu dir. Wir können gleich wieder zu Polo, ey. Wir scannen hier Sachen, nur das ist ja nicht mehr normal. We are the champions, my friend. Ich habe Sneakhut Leum entdeckt. Ach nee, erfunden sogar. Ja, ich scanne gerade wie so ein Weltmeister. Ich habe die Pflanze erfunden. Ich sehe schon, bei mir ploppt das ja alles im Bildschirm auf. Ich meine, wir wollen ja auch immerhin vernünftige Missionsboni von Polo haben, ja? Ja. Also, mit so billigem Schund geben wir uns da nicht ab. Ja. Da, guck mal, der auch noch. Mensch. Ja, wir müssen auch. Du hast jetzt aber auch die Missionsanzeige, ne? Ja, durchaus. Du siehst durchaus etwas durchaus. Beziehungsweise nein, ich habe nicht die Missionsanzeige von Polo. Die muss ich jetzt umschalten. Okay. Ich weiß, was ich sammle in der Zwischenzeit noch so ein paar Gravitonbälle auf. Bastian muss ich immer direkt umbelüften. Ja. Okay. Ich sollte die Flucht antreten. Oh je. Lauf, lauf, lauf. Kann sein, dass die nicht gut drauf sind. Guck mal, ich bin 5 Meter gelaufen und habe mich verloren auf der offenen Fläche. Was sind das denn für Lutscher? Gar keine Gefahr geht davon aus. Ja, nicht einholen am besten. Oh, Tiere. Oh je. Ja was, die scanne ich erstmal.